Outdoor-Bekleidung kann richtig teuer sein, vor allem an den kalten Tagen, wenn du gleich mehrere Schichten brauchst. Wenn ich alle meine Schichten zusammenrechne, dann komme ich mit dieser Kombination auf fast 1000 Euro. Und dabei habe ich Schuhe, Handschuhe und Mütze und sonstige Ausrüstung noch gar nicht mit eingerechnet. Das ist absolut irre. Aber um zu beweisen, dass ein funktionierendes Schichtsystem auch günstiger möglich ist, habe ich jede einzelne Schicht meiner Kleidung durch eine günstigere Option ersetzt. Das Ergebnis, die gesamte Ausrüstung kostet dann nur noch 240 Euro. Wozu braucht man dieses Schichtsystem überhaupt? Die vielen Schichten sind in erster Linie nicht dazu da, um dich warm zu halten, sondern um dich trocken zu halten. Denn nur wenn du trocken bleibst, wirst du auch warm bleiben. Wenn du draußen aktiv bist und dich bewegst, wird dein Körper immer Feuchtigkeit produzieren und oft ist das sogar erstaunlich viel Feuchtigkeit. Die Schichten helfen dir, um erstens deine Temperatur besser anzupassen, indem du eine Lage an- oder wieder ausziehst. Und zweitens sollten sie so abgestimmt sein, dass sie die Feuchtigkeit nicht speichern, sondern so schnell wie möglich Schicht für Schicht von der Haut weg nach außen hin abgeben. Und wie das auch mit günstiger Kleidung funktioniert, schauen wir uns jetzt genauer an. Base Layer. Das Schichtsystem fängt mit dem Base Layer an. Baumwolle ist nicht ideal, weil es den Schweiß aufsaugt und speichert, was dazu führt, dass du immer eine feuchte Schicht direkt auf der Haut trägst, was wiederum dazu führt, dass dir schneller kalt wird. Du kannst also entweder Merino-Wolle oder Kunstfaser verwenden. Merino ist insgesamt etwas angenehmer zu tragen und nimmt Gerüche nicht so schnell auf, aber es ist dafür nicht so langlebig und kostet deutlich mehr als die Kunstfaser. Was den Abtransport von Feuchtigkeit betrifft, funktionieren auch die günstigen Shirts ähnlich gut. Ich habe günstige Funktionsunterwäsche sowohl von Amazon als auch von Decathlon ausprobiert. Das Set von Decathlon kostet 40 Euro, das Set von Amazon kostet sogar nur 25 Euro. Das 25 Euro Set funktioniert zwar, aber ganz ehrlich, ich denke, mit einem etwas hochwertigeren 40 Euro Base Layer bist du dann insgesamt doch besser beraten. Natürlich ist die Passform nicht so perfekt und sie sind nicht so angenehm wie meine Merino Base Layer von Supernatural und Odlo, aber das Set mit der langen Unterhose zusammen kostet auch ca. 150 Euro. So viel Geld ausgeben ist sicher nicht notwendig, auch für 40 Euro bekommst du einen guten Base Layer, der einwandfrei funktioniert. Ob dein Base Layer lang oder kurz ist, ist im Grunde vollkommen egal und bleibt dir überlassen. Mid-Layer. Der Midlayer muss warm halten, sollte aber gleichzeitig unbedingt atmungsaktiv sein, weil du den Midlayer, anders als die Isolationsjacke, zu der wir gleich noch kommen, auch während der Aktivität trägst. Es gibt mehrere Möglichkeiten für einen Midlayer, mein Standard-Midlayer ist aber fast immer Fleece. Die weiche Kunstfaser ist angenehm zu tragen, hält schön warm und ist atmungsaktiv. Es gibt das Fleece dünner oder etwas dicker und so kannst du dir immer deine ideale Kombination zusammenstellen. Der einzige Nachteil von Fleece, es ist nicht wasserabweisend und bei feuchten Bedingungen kann das Fleece daher nicht als äußerste Schicht getragen werden. Da würde sich eine sogenannte Softshelljacke besser anbieten, die ist auch wasserabweisend. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass ich persönlich fast immer ein Fleece verwende. Ich habe die teure 130 Euro Version, die im Grunde einfach leichter und noch atmungsaktiver ist. Aber ich verwende auch schon seit Jahren die günstigen Fleece von Decathlon und Amazon. Dieses Fleece mit dem Half-Seat von Decathlon kostet nur unfassbare 15 Euro. Die Fleece-Jacke von Decathlon kostet nur 20 Euro. Auch diese Fleece-Jacke von Amazon Essentials kostet nur 30 Euro. Ich trage Fleece nicht nur draußen, sondern auch drinnen und sie sind die perfekten Allrounder und eigentlich das ganze Jahr über einsetzbar. Die gute Nachricht ist wieder, du kannst auch mit billigem Fleece alles machen und es ist kein 130 Euro Hightech Fleece notwendig. Ich mag meinen teuren, ultraleichten Midlayer wirklich sehr gerne, aber auch das Fleece von Decathlon würde mir vollkommen ausreichen. Isolation. Die nächste Schicht ist die wärmste Schicht, die sogenannte Isolationsschicht. Anders als beim Base Layer und dem Midlayer ist diese Schicht nicht mehr wirklich atmungsaktiv. Das heißt, während du viel in Bewegung und sportlich aktiv bist, werden diese Isolationsschichten grundsätzlich nicht getragen. Erst wenn du dich wieder weniger bewegst, weil du am Ziel angekommen bist oder eine Pause machst, kommen diese Jacken zum Einsatz. Ausnahmen sind zum Beispiel das Skifahren und natürlich auch bei moderater Bewegung wie dem Spazierengehen kannst du solche Isolationsschichten natürlich auch tragen. Hier hast du im Grunde zwei Möglichkeiten, Daune oder Kunstfaser. Daune ist zwar leichter, aber auch um ein Vielfaches teurer. Als Vergleich habe ich hier meine immer noch relativ günstige Daunenjacke von Black Diamond, die kostet ca. 250 Euro. Oder die zwei günstigen Varianten, einmal die Jacke von Decathlon für 40 Euro und einmal die Jacke von Amazon für 50 Euro. Und ja, beide funktionieren. Klar, die Daunenjacke ist etwas leichter, hat ein kleineres Packmaß und ein besseres Verhältnis von Gewicht zu Wärmeleistung, aber auch die günstigen Kunstfaserjacken halten
Klamotten gut warm, vor allem wenn man bedenkt, dass sie nur 50 Euro kosten. Ich kann also beide der günstigen Jacken absolut empfehlen. Für eine Hardshell-Jacke kannst du ganz schnell 300 bis 400 Euro hinblättern. Diese Jacken sind dann meist mit einer Gore-Tex-Membran versehen, was vermutlich das beste wasserdichte und atmungsaktive Material ist, das es aktuell gibt. Aber 300 bis 400 Euro für nur eine Schicht, das heißt, so eine Jacke kostet bereits mehr als alle günstigen Schichten zusammen. Die äußerste Schicht ist dafür da, um die inneren Schichten trocken zu halten. Außerdem dient sie als Schutz vor Wind und ja, sie sollte so gut es eben geht auch atmungsaktiv sein. Aber das mit der Atmungsaktivität ist bei diesen Jacken immer so eine Sache. Wenn es draußen extrem kalt ist und du dich nicht viel bewegst, ja, dann sind diese Jacken atmungsaktiv. Aber sobald es draußen etwas wärmer wird und du sportlich aktiv bist, kommen auch die teuersten Jacken schnell an ihre Grenzen. Deshalb haben diese Jacken auch immer Belüftungsschlitze, damit die Wärme und Feuchtigkeit entweichen kann. Also anstelle einer teuren Hardshell-Jacke, die immer noch stark auf Belüftungsschlitze angewiesen ist, kannst du auch eine Regenjacke verwenden. Auch sie schützt dich vor Feuchtigkeit und Wind. Ganz wichtig ist aber, dass auch deine Regenjacke Belüftungsschlitze hat. Genau deshalb habe ich mich auch für die Marmot Precip entschieden, weil sie die günstigste Regenjacke ist, die auch Belüftungsschlitze hat. Sie ist mit 80 Euro zwar das teuerste Produkt auf meiner Liste, aber immer noch um einiges billiger als eine Hardshell-Jacke. Theoretisch würde auch eine 20 Euro Regenjacke wie diese hier funktionieren. Ich habe aber keine mit Belüftungsschlitzen gefunden und deshalb bleibe ich bei der Marmot Precip. Aber wenn du eine noch günstigere Regenjacke mit Belüftung hast, dann würde das natürlich auch funktionieren. Auch bei der Hose kannst du ordentlich Geld sparen. Bei Aktivitäten im Schnee verwende ich gerne meine Softshell-Hose von Mountain Equipment. Die hat damals 150 Euro gekostet. Es gibt diese Hosen aber auch noch deutlich günstiger. Das Problem bei vielen der günstigen Hosen, die ich probiert habe, war, dass sie zu wenig Bewegungsfreiheit bieten. Und das mag ich persönlich einfach überhaupt nicht. Oft ist aber gar keine Softshell-Hose notwendig. Und eine wasserabweisende Wanderhose wie diese 70-Euro-Hose von Decathlon tut es genauso. Auch die Hose von Revolution Race für 85 Euro ist wasserabweisend und hat sich bewährt. Bei kalten Temperaturen einfach eine längere Unterhose dazu und das funktioniert wunderbar. Du kannst auch deine normale Wanderhose verwenden und sie einfach mit Gamaschen kombinieren. Günstige Gamaschen findest du bei Decathlon oder auf Amazon für 15 bis 30 Euro. Die Gamaschen halten deine Hosenenden trocken und verhindern zusätzlich, dass Schnee in deine Schuhe kommt. Ein kleiner Tipp zu den Gamaschen. Achte unbedingt darauf, dass das Band, das unter dem Schuh durchführt, aus einem glatten Material besteht, das absolut kein Wasser aufnehmen kann. Sonst bleibt der Schnee daran kleben und es bilden sich garantiert irgendwann Schneeklumpen, was extrem lästig ist. Du kannst bei Bekleidung extrem viel Geld sparen. Kauf dir das günstige Zeug und lass dich nicht davon abhalten, die Natur zu genießen. Mehr Tipps findest du in diesen Videos. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.